Ja, Hallihallöchen, ich habe nur rüber geschaut. Hallihallöchen und ein, Entschuldigung, herzliches Husten an euch. Nö, ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von meinem Minecraft-Projekt. Ja, es ist wieder soweit. Weekend, Wochenende, Minecraft-Überleben-Wochenende mit Zock, Leute. Ich bin hier in meinem Revier und es wird demnächst wieder Abend. Was mache ich in dieser Sitzung? Es ist, geht ja eh nur ein paar Folgen. Ich möchte alle Sachen anpflanzen, die gehen. Eichen. Ich schaue mal zu meinem Wald. Ich habe Wald angepflanzt, habe ich. In den letzten Episoden sogar. Und da ist es schon mal der Eichenwald. Da drüben sollte normalerweise der Fichtenwald sein. Ja, der ist auch schon gewachsen. Da der Schwarzeichenwald und da drüben der Birkenwald. Der wächst auch schon. Ja, dieser Schwarzeichenwald wächst momentan nicht, weil da braucht man 4 Setzlinge. Im Quadrat quasi, ja. Damit er wächst. So, was mache ich als nächstes? Leute, ich werde auf Reisen gehen. Leise auf Reise. Ich habe es vergessen vor der Aufnahme, Leute. Ich habe es vergessen vor der Aufnahme, die Ding zu machen, meine Koordinaten. Und zwar wären die. Ich muss das kurz aufschreiben, bin ja. Und zwar, und da haben wir da mal. Weil ich habe mein schlaues Büchchen. Büchlein, das habe ich bekommen von meiner lieben Tochter geschenkt bekommen. Das zeige ich sogar her. Das ist das Victoria und Sarina, weil sie so Victoria und Sarina verliebt. Das liebt sie so sehr. Und Big Ideas, ja, das ist so ein Buch, wo man halt Infos und so weiter reinschreibt. So, ich schreibe mal hier rein, und zwar meine Koordinaten. Zonk-Koordinaten. So, da habe ich ja mal auf X habe ich einmal 125 und Z habe ich minus 245. Okay, super. Ja, habe ich mir aufgeschrieben. Leute! Ich gehe reisen. Ja, weil ich möchte nämlich ein Dörfchen finden. Das will ich haben, das mag ich. So, mein Bettchen habe ich mit. Erde werde ich mir auch mitnehmen. Truhen. Ja, ich weiß nicht. Ja. So eine Karte brauche ich da jetzt nicht auf der Hand. Meine Werkbank habe ich mit. Sticks. Habe ich noch irgendwo Holz oder so? Das wäre wirklich sehr toll, wenn ich immer noch für Sticks oder sowas Holz mitnehmen könnte. Bereit machen für die Reise, Leute. Das ist schon wichtig. Irgendwo da ist Kohle. Hier werde ich mir einen 64er Stack Holz reinschmeißen. Kohle habe ich 63. Passt! Sonst bin ich eigentlich ausgeräumt. Leute! Ich gehe auf Reisen. Wohin? Weiß nicht. Ich gehe mal darüber, Leute. Es wird eh schon wieder langsam, aber. Nö, noch nicht. Aber noch ein bisschen Zeit, Leute. Ja, es ist wieder neue Aufnahmesession, neues Wochenende. Hinter mir sitzt der Tobi. Ja. Gut, dann werden wir mal auf Reisen gehen. Aber währenddessen ich das mache, also währenddessen, ist ehrlich gesagt nicht, sondern unterwegs hier werden noch meine Kühe schlachten, Leute. Es ist Kühe-Schlachtzeit. Weg da. So. So, ich brauche Leder, Leute. Leider.
Es tut mir leid, Leute, Kühe. Weil ich brauche Leder, Fleisch und das ist mir nicht so extrem wichtig, aber hauptsächlich Leder. Ich werde zwei Kühe überlassen, logischerweise. Ja. So, es muss leider passieren, endlich mal, dass ich da aussortiere. So, es ist nicht mehr viel über. So, wie viel haben wir noch? Vier Stück? Ja, es wird schon ruhiger. Super, passt! Leder habe ich. Wie viel habe ich eigentlich rausbekommen? 53. Ja! 53. Dann werde ich mal Weizen nehmen, werde wieder füttern, damit sie sich jetzt gleich wieder vermehren. So, Leder, fast ein Stack Leder. So, 38 Weizen. Und dann gehen wir mal rein da. So, und jetzt kommt's. Zack. Zack. So, geht schon. So, Leute. Na bitte. So, damit er auch wächst. Super. Wird schon wieder dunkel. So, Weizen kann ich da reingeben. Passt, Leute. Ja, es wird schon wieder dunkel. So, jetzt habe ich ordentlich viel Leder. Fast einen Stack Leder raus. Fast, jetzt nicht ganz, aber fast einen Stack Leder rausbekommen da. Das ist super. Ich gehe nochmal, ich kann eigentlich hier schlafen. Ja, Leute. Und ich trinke meinen Kaffee daneben. So. Ich werde jetzt auf jeden Fall spazieren gehen. Spazieren marschieren. Es reimt sich. Ich werde spazieren marschieren. Leute. So, ja, hier rüber werde ich gehen. An meiner Kuhfarm vorbei. Oh, keine Ahnung, wo mich alles hinführt. Oh. Ich habe gar kein Boot. Könnte man aber ein Boot bauen, Leute. Wäre ja kein Problem. So, ich könnte mein Boot bauen, wenn ich da jetzt nochmal übers Meer muss oder so. Ja, und unterwegs kann ich auch so ein bisschen Tiere. Da die Kühe, die unterwegs sind, halt ein bisschen abmurksen. Das ist so traurig, aber es ist einfach so. So, ja, ich möchte zukünftig, aber das wird noch einige Zeit dauern, eine Eisenfarm machen. Es ist schon eine ordentliche Arbeit, aber es ist nicht so extrem schwer. Also es ist machbar, sagen wir so. Für mich ist alles schwer, Leute. Für mich ist einfach alles schwer. Schaf, nö. Dich lasse ich leben. Du bist die Polly. Nicht die Molly. Die Polly. Molly, Polly. Knolli, Solli. Werde mal da überall oder irgendwo hinjamieren. Ich hoffe, ich verliere nicht, Leute. Ja, Freitag, also an dem das Video jetzt hochgekommen ist. Freitag, wie gesagt, immer wieder. Freitag, Samstag, Sonntag. Der Freitag ist eh schon fast um. Weil es ja quasi eigentlich am Abend rauskommt. Oder gekommen ist. Ja. Somit wünsche ich euch jetzt schon mal einen guten Start ins neue Wochenende, Leute. Ins nächste Wochenende jetzt. Ja. Da drüben irgendwas. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Dorf, Leute. Das wäre wirklich super. Ressourcen, Dorf. Irgendwas. Oder Eisen. Hier drunten. Unten hier. Ah, Leute. Und hier haben wir eine Schlucht. Vielleicht auch so Höhlenabenteuer. Also es wird eine Reise werden. Und da habe ich Ressourcen zum Beispiel.
So, ich werde das Bett hier hinstellen und darunter in die Höhle gehen. Die Kuh, die gehört mir. Die Kuh gehört ebenfalls mir. Und da unten auch. Jawohl. Super, da bekomme ich sonst auch, da bekomme ich so auch dann Leder. Passt. Wieder drei Leder, Leute. So. Abbauen. Kohle nehme ich mal immer gern mit. Ja, also es wird eine Reise, vielleicht eine längere Reise, keine Ahnung wie viel Folgen das geht. Auf jeden Fall mal das ganze Wochenende jetzt Eisen. So, da schürfe ich einmal das Eisen raus, fleißig. Gut, da haben wir Kohle. Dann schaue ich einmal in die Höhle rein, was das eigentlich für eine Höhle ist. So, da haben wir die Höhle. Einstiegspunkt, wieder Einstiegspunkt habe ich gesetzt. Das ist super. So. Da haben wir Eisen zum Beispiel. Hier gebe ich einmal Fackeln hin, damit ich weiß, dass ich auf. Ja, da haben wir Eisen. Ordentlich Eisen. Das ist das, was ich auch. Hä? Leute, schaut einmal. Das ist ein. Ah, das ist ja dieses Gestein hier. Schaut einmal, was ich da gefunden habe. Erde natürlich auch wegschürfen da. Kristalle! Das macht so schöne Musik, Leute. Schau, da habe ich Amethystblöcke. Wow, meine Katze jammert draußen gerade. Was hat sie denn? Also mein Kater, was hat er denn? Leute, ja, man verallgemeinert das eigentlich ganz gerne. Leute! Da mache ich mich. Da begebe ich mich dann runter, Leute. Ist einfach so. So, und da geht's dann rauf. Gut. Also, wir haben eine Höhlenforschung. Auf jeden Fall einmal. So, Steine habe ich eigentlich ausreichend. Erde habe ich ausreichend. Das haut hin. Mein Bettchen ist oben, ja. Ich werde es mal aber runterholen, Leute. Ich werde es mal. Das klingt so, ich werde es mal runterholen. So, da haben wir das Bett einmal. Das Bettchen hole ich mir mal daher. So, und machen wieder Einstiegspunkt. So, Leute. Denn ich gehe es jetzt an. Diese Amethystblöcke. Habe ich da eigentlich diesen Kristall auch bekommen jetzt? Nö. Okay. Amethystblock. Ich hätte den wahrscheinlich anders abbauen sollen. Das macht so schöne Musik jedes Mal. Ich schaue die Aufnahme. Schon wieder fast um die Folge. Ich glaub's echt nicht. Okay, da geht's runter. Gut. Dann werde ich mich behutsam, ganz vorsichtig da mal runterbauen. Ich möchte die Amethyststeine haben. Irgendwas kann man mit denen machen, aber was kann man mit den Amethyststeinen da jetzt schnell machen? Amethystblöcke. Okay. Müsste ich mich mal umschauen. Bevor ich aber da weitermache, nehme ich mir da mal das Eisen. Da haben wir auch noch Eisen. Da ist sicher 100.000 Monster, Leute. So, da mal ausgraben hier. Ja, nehme ich mir auf jeden Fall das Kupfer mit. Siehst du überall nur Kupfer.
Wo siehst denn? So, Eisen, Eisen, deine Welt sind meine Hände. Leute. Super, da habe ich auch das ganze Eisen ausgeschöpft. Hier noch? Ah. Okay, da muss ich Steine reinlegen, damit ich da wieder raufkomme, ordentlich. So. Ausleuchten, gut. Wo ist das Eisen? Hier. Ich habe gedacht, mir ist das Mikro im Weg. Unterwegs sind wir, bin ich. Ja, Eisen bekomme ich jetzt ordentlich. Kupfer ebenfalls. Und die Spitzhacke ist weg. Ich habe aber noch Spitzhacken, Leute. Ofen habe ich jetzt keine mit, aber das kann ich mal sofort bauen. Ich brauche nur ein paar Steine abbauen. Und ich kann mal Öfen machen. Ich habe eh schon ordentlich Steine wieder. Einen Ofen könnte ich mal schon machen, Leute. So, da ist er mal weg. Ich wach auf am Nachmittag, so. Der Sodbrand ist enorm. Ja, gestern war ich wieder gut in Form. Ja. Im Gaumen sitzt der Pelz. Da ist sonst nichts mehr. Gott sei Dank, Leute. Da geht's nur nach oben. Passt. Somit Eisen schürfen. Während ich mich übergebe, ich will in diese Amethysthöhle gehen. Ist das eine Tropfsteinhöhle? Sind das Tropfsteinhöhlen? Ich glaube, dass das Tropfsteinhöhlen sind, Leute. Das müsste ich eigentlich schon einen halben Stack. Ja, mehr als einen halben Stack Ruheisen habe ich schon, Leute. Achso, bin ich mal da durch? Fang ich wieder ein neues Leben. Passt. Doch wie ich um die Da ist auch noch Eisen oben. Da ist Kohle, da ist ja so viel oben, Leute. Hä? Dann barre ich das Wasser hier schon. Na, oh, Wahnsinn. So, da ist einmal Kupfer. Ein Achtel oder zwei. Beim fünften Viertel quält mich noch der Gewissensbiss. Super. Doch was soll's, wenn dieser Tag sowieso verschissen ist. Ja, bekommen wir einen Stack Eisenzahn? Doch morgen, ja, morgen. Das wäre toll. Das ist schon wieder finster, Leute. Schlafen. Hey, jetzt kommen Monster und ich bin tot. Oder zumindest irgendwann. So. Kohle! Da ist eine Kuh. Du blöde Kuh. Nein, sind die süß. Kühe sind süß. Wieder Eisen. Ich hab noch. Hab ich eigentlich keine Rüstung an, Leute? Oh ja. Bin ich schon voll berüstet. Gerüstet. Du Mausi, ich bin hängen blind, was denn? So, da haben wir Kohle. Das war bestimmt das letzte Mal. Ich schwör's. Schau die Haut. Sehr gut. Wir lieben uns. Passt. Da oben noch irgendwas? Darauf sagt zu mir mein Maus. Ja, außer. Ja, Eisen. Wenn wir schauen, ob da noch Eisen versteckt ist. Ob das eine verstreute Ader ist. Nö. Aber war nicht viel. So, weiter geht's. Gut. Wieder ein Schicksal, habe ich eh schon gesetzt, ich Vogel. Gut, dann werde ich einmal hier vorsichtig. Mal runtergraben. In die Höhle. Das hole ich mir alles dann, wenn's unten, wenn ich unten bin. So.
sich seit damals kaum. Er geht zwar aufrecht und er fliegt ins All, doch er ist noch immer im Neandertal. Vorsichtig. Der Mensch von heute, der mailt und faxt, sein GTI ist frisch gewachst. Doch gibt es irgendwo ein Problem? Das macht so ein schönes Geräusch, Leute. Im prähistorischen Rachewahn heißt es Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und bist du nicht willig, dann gibt's Krawall. Schon sind wir wieder im Neandertal. Alles liegt da unten. Schau doch mal in der Höhle da. Amethysthöhle, ne? Ja, das ist eine Amethysthöhle, Leute. Seit Menschengedenken wird aufgebaut, damit er man sein nachher wieder nieder. So. Aus Blut und Schott und nach jedem Krieg, die Wirtschaft des Königs aus der Asche stieg. Humanismus und menschliche so. Ethik bringen keine Kohle, darum haben wir's auch nicht nötig. So gefährlich. Plato, Hegel und Kant waren an der Börse nie genannt. Beim Kreuzzug des Homo sapiens geht es um das schwarze Gold Arabiens. Doch super, Leute! Ich hab's geschafft. Und jetzt schnapp ich mir alles da. Der Yeti haut den Rübezahn. Ich sehe nur so eine Höhle. Da baue ich jetzt so viel Amethyst ab, was ich kann, Leute. Fast einen Stack habe ich schon. Aufgang wird beleuchtet. Super. Passt. Gut, abbauen. Amethyst sammeln, Leute. Gut, aber das dann in der nächsten Folge. Ich gehe getrost in mein Bettchen. Da muss ich rüber. So, schlafen kann ich nicht und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bleibt dabei, bleibt dran, bis dahin. Game over und ciao.